Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück zu City Skylines. So, ja, also wir haben, falls ihr es gerade nicht gesehen habt, immer noch hier ein riesengroßes Arbeiterproblem. Und ja, was daran liegt, dass wir wirklich einen akuten Ablauf gerade hatten von Arbeitern. Wir waren schon mal 56.000 und ich kann mir nicht wirklich erklären, woran es liegt. Jetzt scheint es offensichtlich gerade wieder zu steigen. Allgemeine Zufriedenheit ist grün und trotzdem hauen die Leute ab und ich weiß nicht warum. Finde ich schon ein bisschen eigenartig, um es mal so zu sagen. Also irgendwas, es gibt einfach irgendeinen Punkt, den habe ich hier in diesem Spiel noch nicht verstanden. Vielleicht ist dem einen oder anderen Zuschauer ja, ne, also vielleicht fällt es euch ja auf, was ich, nicht unbedingt, was ich falsch mache, sondern es muss ja hier irgendeinen logischen Punkt geben. Jetzt sei doch nicht so. Wieso, ja, die Leute abwandern. Und finde es halt schon ein bisschen eigenartig. Insbesondere, weil es halt null Erklärung gibt. Die sind alle super glücklich. Ich verstehe, dass sehr viel Nachfrage ist nach Gewerbe und Büros und so weiter und so fort. Allerdings haben wir jetzt auch nicht so den riesigen, also die riesige Arbeitslosigkeit oder so. Die wollen offensichtlich alle andauernd einkaufen und andauernd arbeiten. Obwohl, Arbeitsplätze gibt es ja. Irgendwie sind sie halt immer noch alle viel zu klug und, ja, so halt irgendwie. Ich weiß es nicht genau, woran es liegt. Es wird sich vielleicht mir auch niemals im Leben erschließen. Ich weiß es im Moment nicht. Ja, und ich muss ganz ehrlich zugeben, es frustriert mich ein bisschen. Hier kriegt er noch einen Park, wie immer. Und dann hier vielleicht noch einen hin. Und dann könnt ihr glücklich sein. Und, ja, Gewerbe wird offensichtlich gebaut ohne Ende. Da ziehen sie auch gerne ein. Was ist hier hinten so? In dicht bewiedertem Gebiet. Ja, also ihr seht jetzt, wir wachsen jetzt gerade wieder ein bisschen, aber auch echt in kleinen Schritten. Und ich würde auch vermuten, es ist mit genug Wohnbereich da, also in 13 von 21 Haushalten. Die können da noch reinziehen. Ich brauche theoretisch eigentlich nicht mal sogar Häuser bauen. Na, also. Ich finde es ja schon ein bisschen komisch. Was wir vielleicht machen könnten, weil wir uns das noch gar nicht angesehen haben. Touristen besuchen und verlassen den Hafen, wo eine Hafenroute verfügbar ist. Wo soll ich denn wissen, ob hier eine Hafenroute verfügbar ist? Ah ja, das sehe ich da. Okay. Das sehe ich da. Und die gehen aber mehr so, Touristen, glaube ich, ja eher so zum Einkaufen, oder? Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Touristen gehen ja eigentlich eher so einkaufen. Wir haben ja hier das Einkaufsgebiet. Auch ein relativ großes und da eins. Da aber auch eine relativ gute Anbindung ja eigentlich denn dorthin. Ich mach das jetzt mal und fläts mal da so einen hin. Und geil, der braucht dann natürlich eine Straße, verständlicherweise. Ja, krass, guck mal, steigt hier gerade alles auf.
So, jetzt sind sie Stufe 2. Was fehlt denn hier so, dass die hier nicht aufsteigen? Wir haben ja. Okay, Müll ist jetzt nicht so prickelnd. Es gibt aber eine Arztpraxis, es gibt einen Friedhof, es gibt eine Feuerwehr, es gibt Dings, Schule, würde ich sagen, brauchen wir eher nicht so. Es gibt eine U-Bahn-Station, ein paar Busse. Und ja, super. Hier können wir auch gar nichts bauen, doch hier, aber haben wir im Moment wieder mal kein Geld so wirklich für. So, hier passiert jetzt aber auch irgendwas. Bediente Passagiere letzte Woche. Ah, null. Okay. Aber schön hier, wie so die Vöglein, die Möwen switchen und so. Switchern? Switchern? Oder kreischen tun die ja eigentlich eher, ne? Ja, weiß nicht, ob das so clever ist. Ist gerade irgendwie Wasserknappheit, oder? Ach so, nee, hier hatte ich wirklich keine gelegt, ne? Sorry! War nicht so gemeint. Wasser kommt. Entschuldigt. Gut, okay. Da kommen Schiffe. das ist aber ziemlich cool. Hilfe, wir stranden. Geil. Leute, seid nur vorsichtig. Schifffahren ist wirklich, wirklich fies. Offensichtlich. Das sah ja witzig aus, ha? Krass. Nun gut. Was ich aber trotzdem noch machen wollte. Hier haben wir eine U-Bahn. Hier drüben haben wir noch gar keine U-Bahn. Machen wir hier oben auch noch eine U-Bahn hin? So, wie wär's denn? Ich würde jetzt erstmal hier eine hinsetzen. Dort eine hinsetzen. Hier eine hinsetzen. Vielleicht hier noch eine hinsetzen. Und vielleicht irgendwo hier in der Mitte eine setzen. Oh, jetzt habe ich kein Geld mehr. Upsala. Gucken wir mal, wie ich mir das hier so am blödesten. Also ich würde ja ganz gerne eigentlich so eine Art Kreisverkehr haben. Hier drüben. Ups, was ist hier eigentlich? Huch. Dann machen wir vielleicht jetzt erstmal noch ein paar Buslinien oder so. Soll ja auch helfen. Bauen wir denn hin? Die Seite. Und dann vielleicht wieder zurück.
Die Haltestelle hat ja gerade mal ein bisschen verlegt für die U-Bahn. Die denn ja kommt. Gut. Gut. Gut, 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 gut. So. Hier gibt es so ein kleines Müllproblem hier unten, ne? Gerade weil jetzt natürlich die da jetzt natürlich auch ausfällt. Vielleicht machen wir noch eine Ersatzmüllkippe hin. Einfach damit jetzt hier natürlich, solange die andere jetzt geschlossen ist, natürlich auch noch abgeholt wird. So, können wir denn jetzt an unserer U-Bahn? Ich würde ganz gerne eigentlich, auch wenn ich da jetzt vielleicht noch. Also wenn wir jetzt hier rum, so rum. Hier würde ich schon ganz gerne nochmal hier hochbauen. So, vielleicht denn doch wirklich hier ran. Und da lang. Ja, und dann vielleicht halt irgendwie hier zumindest nochmal hin. Okay, ich bin ziemlich pleite. U-Bahn kostet natürlich auch ja, recht ordentlich Geld, verständlicherweise. Ich weiß nicht, nehmen wir uns einen Kredit, ein Darlehen. 200.400. Ja, komm, hier. Und dann verlegen wir eine Linie damit, die natürlich auch fährt. So. Okay, ja, nee, Leute, ich würde auch sagen, ich lasse das jetzt erstmal so. Na gut, ich verlege zumindest schon mal Wasser zu den U-Bahn-Stationen. Zumindest zu denen. Hier runter können wir es auch schon nochmal legen. So. Und jetzt haben wir da natürlich trotzdem noch keinen Strom. Deswegen würde ich jetzt fast sagen. So, bauen wir. Das fährt einfach noch ein bisschen zu hier. Und zwar mit Wohngebäuden. Hier, hier und hier. Hier. Und hier. Und ich baue jetzt mal einfach so einen Streifen hier so lang. In der Hoffnung, dass sich das einfach da ein bisschen verknüpft. Ich habe jetzt da keine Lust, da jetzt noch eine redierte Stromlinie zu bauen. So, Leute, ja, das heißt, hier wird sich hoffentlich demnächst wieder was tun. Ich danke auf jeden Fall erstmal fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge City Skylines. Bis dahin, tschüss!